Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring. Ja, ihr hört es schon gerade singen. Wir haben gegen ein paar dieser Singleute, nenne ich sie jetzt mal, bereits gekämpft. Ja, wir sind hier irgendwie von diesem verhüllten Klammdorf zu dem ruinübersäten Abgrund und gehen gerade in eine Richtung, die ich jetzt nicht unbedingt erwartet hatte. Eigentlich ist es Leonia-Erkundung und ich glaube, es zählt jetzt ja auch noch zu Leonia. Mal schauen. Ja, wir gehen mal weiter. Wollen ja hier sehen, wie es weitergeht. Hier wird auf jeden Fall ein Boss kommen. Okay, so schnell. Ich dachte, jetzt erkunden wir es noch ein bisschen. Ich hoffe, wir können Geisterasche rufen. Können wir. Wo ist denn der Boss? Was ein epischer Auftritt! Damit hätte man rechnen können, dass der sich jetzt dreht. Versuchen Sie mal mit dem Talent. Ja, unsere Wölfe sind hier ziemlich schnell nicht so sinnvoll. Okay, das hat ihm nicht so geschmeckt. Oh, guck mal, wir konnten ihn jetzt nicht angreifen. Boah, habt ihr den Blutungseffekt gesehen? Oh, das ist ein bisschen gerade eine awkward Situation. Ich sehe dich nicht, wie du angreifst. Könntest du mich kurz trinken und danach ausweichen lassen? Ich sehe gar nichts. So. Du bist ein bisschen groß, Riesenechse. Oh, ich dachte, ich bin das ausgewichen. Mir wurde mal gesagt, ich weiche nicht passend aus. Ja, okay. Schade. Sondern ich rolle zu viel. Das stimmt. Das habe ich jetzt gerade auch gemerkt. Dadurch verliere ich natürlich auch ordentlich an Ausdauer. Es ist natürlich sinnvoller, in dem Moment, wo der angreift, auszuweichen, aber das traue ich mir einfach gar nicht so zu. Deswegen neige ich dazu, einfach zu viel auszuweichen. Das ist korrekt. Daran habe ich noch ein bisschen zu arbeiten. Wie viel sie jetzt hier macht, weiß ich nicht, da der sich ja auch sehr aktiv bewegt. Vielleicht sind die Wölfe hier trotz alledem besser. Das werden wir aber herausfinden. Ob sie da jetzt auch so schlau positioniert ist, weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Du! Kümmer dich mal bitte um mich, nicht um sie. Hallo! Hallo, ich bin der Feind. Ich bin der Feind. Genau. Ich muss trinken. Nein, 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 sie ist nicht der Feind. Hallo? Kümmer dich mal bitte um mich. Okay, wir müssen mal ganz kurz Ausdauer refreshen. Er ist jetzt nämlich sauer. Okay, sie ist ja so nice. Ich liebe sie. Magma-Lindwurm-Schuppenschwert. Boah, das ist... Und ein Drachen... Das, oh, du erzählst als Drache. Ey, das ist ja so ein cooler Boss gewesen. Sehr imposant auf jeden Fall, der Dude.
Das Schwert möchte ich mir angucken. Ich will mich hier nur kurz umsehen. Holy. Das war cool. Aber ich glaube, mehr gibt es hier nicht. Nicht, dass das nicht genug wäre. So, ich berühre mal eben die Gnade. Und dann schaue ich mir sofort das Schwert an. So Schwerter von Bossen haben mir bisher eigentlich immer ganz gut gefallen. Nee, das hatten wir beim letzten Mal. So, hier, das Magma-Lindwurm-Schuppenschwert. Alles keine Blutung aus. Schade. Sieht aber echt nice aus. Vor allem auch die Attributskalierung. Unsere ist so... Ja, so wir sollten mehr auf Geschick gehen, sehe ich gerade. Ja, weil die skaliert hier mehr mit Stärke. Ich gehe, glaube ich, immer viel auf Stärke. Alles okay. Skalierung ist gar nicht unbedingt besser als unsere. Das hier macht halt noch Feuerschaden, aber ich würde mir gerne das Talent noch anschauen. Ein Großkrummschwert der Magma-Lindwürmer in Form eines Drachenkiefers und mit harten Schuppen besetzt. Lol, cool. Angeblich waren diese flugunfähigen Drachen einst menschliche Helden, die an der Drachenkommunion teilnahmen. Zur Strafe kriechen sie nun bis in alle Ewigkeit auf ihren Bäuchen durch den Dreck. Ich habe doch auch an der Drachenkommunion teilgenommen, oder? Einzigartiges Talent. Magma-Guillotine. Ergreift das Schuppenschwert mit beiden Händen, springt vorwärts und rammt es in den Boden, um eine Magma-Explosion zu entfesseln. Beiden Händen. Springt vorwärts. Passiert das dann, wenn ich das drücke, oder muss ich wirklich springen? Mit einer weiteren Eingabe führt ihr einen Abwärtsschlag aus. Ich denke, wenn ich das Talent drücke. Aha. Ja, es klingt auf jeden Fall sehr cool. Ich glaube, wenn ich unser Schwert noch nicht hier hätte, ich glaube, dann wäre das so ein Anwärter, was ich dann nehmen würde. Weil da hätte ich jetzt auch wieder ein anderes eigentlich Quatsch, das zu sagen. Da wäre ich vielleicht mit einem anderen viel wärmer geworden. So, hier sind viele Blutflecken. Geht's hier direkt weiter? Tödlich? Oder was? Gut gemacht. Ja, nee, ist noch vom Gegner. Okay. Ja. Wohin führt's uns? Nach unten oder nach oben? Nach oben! Schön. Nach unten hätten wir jetzt auch ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Oben klingt doch schön. Das ist ein langer Aufgang. Hui. Okay. Wir sind hier, glaube ich. Altus Plateau. An einem Ort, an dem wir noch nicht sein sollten, würde ich sagen. Neue Gegner. Und es sieht endlich mal ein bisschen heller aus und freundlicher. Das ist hier im Erdenbaum geschuldet. Ich glaube, so nah waren wir dem noch nie, hä? Ich würde sehr gerne hier diesen Ort der Gnade berühren. Hier landen also diese ganzen Wagen mit den Schätzen. Schauen wir mal, ob der noch was hat. Sieht nicht so aus. Ich würde mich gerne an einem dieser Gegner mal versuchen. Und schauen, wie stark die hier sind.
Achso, das ist der Aufzug, von dem wir kommen. Also, was ist das für eine Hütte? Die sehen mächtig aus. Okay, den Schaden, den die machen, ist tatsächlich okay. Also sie one-shotten uns nicht. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und wir kriegen sie, wenn wir uns anstrengen, auch besiegt. Boah, wir haben 34.000 Runen. Oh lol. Ich sehe jetzt erstmal, was hier alles rumliegt. Ja, hier wollten wir aber noch nicht... Verlassener Sarg. Oh Gott. Ein verlassener Sarg. Okay, theoretisch... Atlas-Plateau... Bringt uns der nicht zum Atlas-Plateau? Haben wir jetzt einen Weg gefunden, das zu umgehen? Es ist alles sehr wild und spekulativ. Ich würde mal ganz kurz hier hin, weil mich das halt immer noch fuchst, dass es hier vielleicht noch weitergeht, weil ich sehe es ja jetzt auch auf der Karte. Ich muss hier erstmal zum Ort der Gnade. Wir müssen erstmal rasten. Wir müssen erstmal hier Runen einlösen. Das war jetzt aber wirklich ein wilder Ritt hier. So, wir haben gelernt... Unsere Waffe skaliert besser mit Geschick, aber ich glaube, beim letzten Mal habe ich gesagt, ich würde gerne hier wahrscheinlich was machen. Ja, ich würde mal Kondition machen. Jetzt haben wir halt immer noch sehr viele Runen. Ich glaube, wir haben nicht genug goldene Runen, die wir jetzt einlösen könnten. Schau mal. Wie viel bist du wert? 2000. 2 mal 5 sind 10. Das heißt, das wären 10.000 Runen. Jetzt müsste ich noch wissen, wie viel wir zum Aufstieg bräuchten. Aber ich glaube, wir haben sogar genug. Gut, dann. Okay. Ach, ich habe auf Nein gedrückt. So. Meine. Das reicht, oder? Ja, okay. Dann packe ich den jetzt aber trotzdem in Geschick. So, ich weiß, dass es hier noch irgendwie ja, lang geht. Wo auch immer. Ich glaube, wenn wir hier runtergegangen sind, kamen wir nur hier lang. Warte mal, ich mach mal erstmal so. Markierung 2. Hier sind die Wände so hoch. Hier komme ich nicht runter. Heißt, ich muss ja runter. Ich glaube, hier runterspringen kann ich nicht einfach mit dem Pferd. Gut, latschen wir einmal kurz runter. Das lässt mir nämlich keine Ruhe. So. Ich hoffe, jetzt hat mich kein Gegner targetet. Doch. Schade. Heißt, ich muss jetzt leider mit meinen Ah, nee. Sind wir hier? Okay. Versuche mich mal hier zu halten. Das
aber auch kein Tunnel. Ich glaube, hier landen wir nur wieder in Lyon, ja. Ja. Okay. Also gehen wir wieder zurück. Ich habe wahrscheinlich so hart ein Brett vorm Kopf. So, jetzt sind wir hier wieder beim Dorf. Sorry, Krabbe oder Hummer oder was auch immer du bist. Ich habe gerade kein Interesse an einem Kampf mit dir. So, hat uns ein Gegner noch fixiert? Nee, wir müssen nach oben. Weil hier ist auch wieder normal Leonia. Wie komme ich denn da hoch? Angeblich gäbe es hier eine Verbindung. Okay. Dann muss ich eben einmal nachschauen, was mir noch genannt wurde, was wo ich nochmal nachgucken soll. Dann geht's, glaube ich, schon in die Akademie. Na gut, dann mache ich das mal. Ich teleportiere mich aber mal eben hier irgendwo anders hin, wo ich nicht sofort hier angegriffen werde. Das klingt dann mal ganz nett. Wir gehen mal hier zum konvertierten Turm. Ja. Ich schau eben, dann gibt's einen kleinen Cut quasi. Und dann gucken wir noch ein paar Minuten, was wir so in Lyon ja übersehen haben. Okay, also ich habe den Kommentar hier einmal offen. So, als erstes wurde mir gesagt, die Karte von Lyon ja ganz aufdecken, das haben wir gemacht. So. In dem Bereich zwischen dem Siegelgefängnis von Ritter Bolz und dem niederen Erdenbaum. So, ich tippe mal, das hier ist die Gefängnis des Kuckucks. Ja, das könnte der sein. Und der niedere Erdenbaum, das ist die Hütte des Rächers. Die wird wahrscheinlich gemeint sein. Deswegen würde ich da mal einen Haken dran machen, wenn ich falsch liege, nochmal sagen. So, an der Klippe zum Mausoleumsgelände. Mausoleumsgelände. An der Klippe. Ah, das ist wahrscheinlich hier gemeint. Irgendwo noch eine Höhle vermutet. Genau, wurde mir auch erwähnt, dass ich das schon gesehen habe auf der Karte. Ja, da waren wir. Ja, das war eigentlich der Kommentar. Habe ich dann jetzt wirklich alles? Das weiß ich jetzt natürlich nicht an der Stelle. Ja, ich habe jetzt ein paar Folgen am Stück aufgenommen. Ich werde wahrscheinlich die Tage nochmal der Elden Ring spielen. Gehe ich jetzt in die Akademie oder nicht? Ich tippe, es wird dann doch ähnlich ablaufen wie in Limgrave. Also ich denke, dass ich hier soweit in Leonia durch bin. Natürlich, das Anwesen ist noch offen, aber da wurde mir gesagt, erst später. Und ich meine, wir wurden von EG auch gewarnt, da ist eine Falle, mach mal nicht. Also machen wir das auch erstmal noch nicht. Ja, ich denke, wir machen dann, wie in Limgrave quasi, das Schloss. Machen wir jetzt hier die Akademie und wenn ich dann noch was vergessen habe, dann wird das nach und nach ausklamüsert. Also reise ich jetzt hier
zur Akademie und ich habe gesagt, wir machen ein bisschen was noch, weil wir haben, ich glaube, 17, 18 Minuten war die Aufnahme, bevor ich gesagt habe, ich guck mal, was noch da steht. Ich habe jetzt vielleicht 2 Minuten geredet. Heißt, wir können auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Wir werden dann jetzt tatsächlich mal den Aufzug hier hochgehen, würde ich sagen. Hui! Akademie betreten. War eigentlich beim letzten Mal so eine Online-Nachricht, die irgendwie gewarnt hatte. Hier ist ein Gegner. Guten Tag, ein neuer Schüler ist da. Ich bin erstmal vorsichtig. Wenn ich eins gelernt habe, das ist ja auch das, was uns auf den Boss vorbereiten soll. Vorsichtig sein. Die Musik ist natürlich wieder sehr schaurig. Akademie von Raya Lucaria. Also, man muss schon sagen, toll sieht's aus. Weiß jetzt natürlich nicht, was hier auch ein Gegner ist. Ah, das ist der erste Blutfleck. Sehr die Blutflecken. Magie fährt, okay. Ich werde mich jetzt hier wieder auf 4. Magisches Zeugs natürlich auch einstellen müssen. Viele Zauberer. Fernkampf versuchen. Oh! Wisst ihr was? Ich versuche es nicht mit Fernkampf. Das nennt man mit dem Kopf durch die Wand. Oh, wir trinken hier erst was. Okay. Okay. Ah. Auch hier stellt man Tote gern wieder aus, oder wie habe ich das zu verstehen? Ich dachte, das war so eine komische Art des Verpflanzens. Oh. Okay, die werden mich jetzt wohl noch häufiger erschrecken. Jupp. Okay. Ist da eine Figur drin? Ich hätte jetzt eher eine Sanduhr erwartet, aber okay. Ah, hier ist ein Item. Eine Rune. Okay. Dunkelschmiedesteine, Stufe 3. Und jetzt ist schon so ein bisschen die Frage, wo geht's denn hier weiter? Oh Gott, ich bin ein Blindfisch. Der Gnade. Das ist dann wohl auch so ein Moment zum Beenden der Folge haben.
Ja, da werden wir dann raus müssen. Okay, dann machen wir das doch mal. Dann haben wir ein bisschen Akademie-Luft geschnuppert. Ja. Gut. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!